Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 3.7.2020. Und unser DAX hat es geschafft. Er hat mal seine Range nach oben ein bisschen ausgehebelt bekommen. Wir sind zwar noch nicht so richtig über die letzten wirklichen Hochs drüber, aber wir sind aus dieser Range-Zone raus halt, ne? Also wir haben hier noch hier links so ein Tief, so ein Hoch um 11.622 gehabt. Das hat er noch nicht gekriegt. Das hat er noch nicht nachhaltig überwinden können. Ne? Da ist er immer nur dran geschrumpft. Und dann sehen Sie hier die Kerzenschlusskurse. Sehen Sie das? Da ist kein einziger Schlusskurs drüber. Das heißt, da ist er ein bisschen dran verändert. Wenn man jetzt aber mal so guckt, was wir ihm hier für einen Trigger mitgegeben haben. Ich gebe es auch ganz ehrlich zu. Meine Motivation war nicht sonderlich stark auf der Oberseite gewesen. Also, man hat es im Video bestimmt ein bisschen rausgehört. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das macht. Es war eher ein typischer Freitag tatsächlich vom Handel auch, also auch von der Bewegungsform eher atypisch für einen Donnerstag im DAX. Vielleicht auch wegen den Non-Farm-Paywalls, weiß nicht, wie er gelaufen wäre, wenn die nicht noch reingedrückt hätten nach oben dann. Die waren ja nur außerplanmäßig eigentlich mal drauf. Aber ja, ist halt so, ne? Also steht nun so im Chart, ist nun so gelaufen. Wir haben damit jetzt hier eine Bewegung hochgezogen, wir haben ein neues Hoch über dem, damit ist die Bewegung hier erstmal maßgeblich für die obere Bewegung. Sollte er die jetzt zerwürgen, sollte er im Rücklauf zum Beispiel zu tief kommen, wäre das dann jetzt als Krepiererwelle anzusehen und dann würde das hier, wenn es denn überhaupt irgendwann mal kommt, noch von hier kommen. Hält er jetzt aber fest, also da muss man wirklich auch aufpassen, dass man nicht zu zeitig da jetzt schon dann Short gucken hält, weil eigentlich haben wir die Signallage jetzt hier auf der Oberseite. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch im Dienst tatsächlich sogar hier unten was reingelegt gehabt, das hat nicht geklappt gehabt, also das hätte dann schön auf die Donnerstagsvorlage gepasst, aber wollte er nicht mitspielen. Ne? Also, ich meine, im Nachhinein hätte man schön sagen können, ne, das ist einfach nur das passiert, was er immer am Donnerstag macht halt. Ne? Es hätte eigentlich schön gepasst. Hat aber nicht gemacht. Hat sich durchgedrückt bis 6:40 hier die Analyse durchgezogen. Kein Fehlsignal gebracht, wie auf der Unterseite. Wir haben ja gesagt, dass die Option durchaus da ist, dass er da auch ein Fehlsignal oben setzen kann, aber es war keins. So, er handelt sich jetzt mal schön durchgelegt, einen Tag sich rausgesucht zum Ausbruch, wo viele, glaube ich, schon eher mehr Short gegengehalten haben als Longs gesucht haben. Das kam erst hier oben. Ja, hier oben sind noch relativ viele Long reingegangen. Da hat man dann schon auch gemerkt, dass ein bisschen rumdruckst. Bei 6:40 war dann erstmal Schicht im Schacht. Das ist auch vollkommen okay, vollkommen ausreichend. Hätte gar nicht mehr machen müssen. Also auch für eine oberseitige Route, fürs oben rausklettern, hätte er nicht mehr machen müssen. Vollkommen okay. Und jetzt ist die Frage, wie geht er weiter? Bricht er jetzt weg und spielt gegebenenfalls die Welle? Wir können uns das nochmal erholen. Bestimmt nicht irgendwo so ein Linealwerkzeug oder sowas. Müssten wir knapp 10% Kursverlust einplanen, sind 1300 Punkte. Das wäre von hier. Jetzt komme ich nicht so weit runter, oder was? Was sind wir da? Na, das hat jetzt überhaupt nicht geklappt. Aber man könnte einen Channel auch ziehen. Wir stellen das erstmal zurück. Nee, kommen Sie bloß auf falsche Ideen. Jetzt habe ich mir gleich einen Pfeil gelöscht. Jetzt geht's los hier. Chaos. Wie kriege ich das jetzt gelöscht? Da kriege ich das gelöscht. Dann rücken wir unseren Pfeil hier wieder rein. Wir müssen jetzt erstmal gucken zum Freitag. Wie läuft es? Wie verhält das sich? Ich will Sie jetzt hier nicht short reinködern. Also ich will Sie nicht short reinködern. Ich will bloß das auch aufzeigen, was passieren kann, wenn er jetzt halt richtig wegdreht. Na, weil wenn er jetzt richtig wegdreht, die 370, 400, das ist jetzt Unterstützung. Das muss man jetzt so sagen. Das ist jetzt Unterstützung von oben für Rückläufe. Wenn die aber nicht hält, ne, wenn die nicht hält, dann kommt das, was ich da gerade eben so ein bisschen anvisiert habe, was ich ein bisschen gezeigt habe. Das wird dann relevant, weil wenn der Bereich nicht fällt, wenn er wieder unter der 400 wegtaucht, wenn er wieder unter 330 rutscht und wieder unter 200, also das schafft er dann auch nicht nochmal zu halten. Das glaube ich nicht. Dann kriegt er auch unter der 12.000 mal eine richtig auf die Nase. Aber so, dass es blutet halt. Und mit Blut meine ich lange rote Kerzen. Also wenn das hier nicht kommt, wir setzen den auch hier. Du musst aufpassen, dass ich wieder das richtige Werkzeug habe, nicht, dass ich wieder alles lösche. Ja, wir setzen das jetzt mit dem Short-Trigger jetzt hören. Können wir hier oben ransetzen? Können sagen, alles, was unter 330, 300 ist, ist Short. Der würde dann wahrscheinlich hier irgendwo mittig, vielleicht so um 1,50, nochmal ein bisschen nach oben stänkern, wenn dann alle notgedrungen schon auf Short aufspringen und dann aber auch durchziehen. Also das glaube ich schon. Weil die Welle, die ist halt da. Und da fehlt halt noch der Gegenpart dazu. Da fehlt noch der zweite Baustein.
Das heißt, runter zu würde das Sinn machen, dann macht auch die Bewegung zu. Aber wenn das nicht kommt, und wir haben A Grund zur Annahme, dass das nicht kommt, weil auch der Tageschart extremst brutal stabil aussieht, ja. Rücken das hier noch hier rüber. Wir rücken das hier noch rüber. Nicht, dass einer sagt, ich bin hier zu, ich mache das hier zu einseitig. Nee, wir müssen beide Seiten schon beleuchten. Und jetzt, durchaus auch. Es ist der durchaus jetzt gute Chancen auch. Ne? Wir haben es gestern auch gesagt, hat gute Chancen, oben rauszusteigen. Sich hier bis, was, wenn es ihm gelingt, kann er durchaus 600, 640 erreichen. Die 475 sollte erreichen. Deswegen fand ich halt auch die rote Kerze hier schön. Das hat schon viel gepasst. Also hat es aber nicht gespielt. Das ist. Ist schade, aber ist halt so. Gehört dazu. Ja, wo bin ich abgebogen? Ne? Wir hatten gesagt, wenn er trotzdem rüber geht, er hat die Chance hier ca. 12.800, ca. 12.925 zu erreichen, hier das Gap noch zuzumachen. Und ich würde das jetzt fast dann auch so mitnehmen, dass man sagt, dann knallt man ihm jetzt hier einen Long Trigger allerdings hin. Ja, und wenn er drüber geht, jo, warum nicht? Warum nicht bis da hoch? Warum nicht? Ja, lass mal nochmal. Bisschen ausziehen, ein bisschen anlaufen. Das ist natürlich viel zu lang, den Fall. Jetzt würde er wieder nicht machen, dann würde er irgendwo mittendrin noch einen kleinen Bruch reinsetzen. Wahrscheinlich hier über dem hoch. Einmal die Stops holen, die über 67 liegen, dann kurz zurück auf die 640 und dann hoch. Ja, also das so die Erwartung. Ich sag mal bewusst auch für die nächsten Tage, weil ich gehe nicht davon aus, dass wir zum Freitag viel Bewegung sehen werden. US-Handelstag, die haben zwar geöffnet, die handeln am Vormittag ein bisschen, bullern da ein bisschen rum, aber erfahrungsgemäß sind es einfach Tage, da passiert nicht viel. Man sollte niemals nie sagen, na, an der Börse ist nie irgendwas garantiert und erst recht nicht sicher. Aber das ist, ja, so gefühlt 8 von 10 US-Feiertagen passiert halt echt gar nichts, ne? Von daher haben wir die Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite, oder habe ich die Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite, wenn ich Ihnen sage, da passiert nicht viel am US-Feiertag. Ne? Das ist wahrscheinlich ein Tag, wo man sich auch gut mal mit anderen Sachen beschäftigen kann. Damit machen wir das hier rund. Die Marken sind, finde ich, markant. Sie sind nach wie vor, kommen sogar sehr sauber. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel kleinteilig rumhandelt. Sich auf die großen Bereiche konzentriert. Ne? Das haben auch im Premium-Dienst, glaube ich, immer mal wieder jetzt die Tage geschrieben gehabt. Das bleibt doch weiter. Das sieht man jetzt auch wunderbar wieder. Dadurch, dass er eben nicht in der Mitte gedreht ist, wie er es vielleicht hier unten gemacht hat. Gut, das hier unten war eine Ausnahme. Aus der ich sogar rausgeleitet hätte können, dass er auch oberseitig den macht. Aber ist egal. Er hat die markanten Punkte geschrieben. Nachdem immer wieder die 400 markant ist, nachdem immer wieder die 300 markant ist und die 200 auch so. Also. Jetzt hier der Durchmarsch zur 640, macht das mit System, läuft er dann jetzt auch wieder bis zur 400 runter. Ne? Diese 200er-Sprünge, die sehen wir jetzt seit 2 Wochen immer wieder. Ne? Das geht schon eine ganze Weile jetzt so. Seit 3 Wochen sogar schon. Okay, aber jetzt kommen wir auch noch auf den Tageschart und da kommt so ein bisschen auch dieses Aber, wenn er weiter steigt her, denn das sieht schon ganz gut aus. Das ist eine schöne Kerze und die geht über einen Long Trigger. Schauen Sie mal. Das heißt, das ist eigentlich eine Kerze, die jetzt auch Folgeanschlusskäufe nach sich ziehen müsste. Ein bisschen schade, dass der Tagesschluss so knapp hier nur so drüber sitzt und dass der Tagesschluss auch nicht übers Vortag oder übers letzte hoch drüber gekommen ist. Aber es ist schon eine kräftige grüne Kerze, ohne Frage. Die geht vom mittleren Band weg. So. Das heißt, alles, was da jetzt an grünen Kerzen hinterherkommt, hat durchaus viel Potenzial, oben rauszugehen. Na, also die 12.280, 12.800, 13.000, die ist nochmal knackig. Aber wir müssen auch hier gucken, hier sind noch offene Gaps. 13.580, hier oben ist ein offenes Gap, 13.37. Na, also, wenn er läuft und jetzt nach 3 Wochen trennt, nach 3 Wochen seitwärts anfängt wieder zu trenden, macht der DAX eigentlich nicht gerne, dass er dann nur, also entweder verzögert uns die Seitwärtsphase noch oder rennt uns halt auch oben vielleicht sogar bis zum Allzeithoch ran halt. Ne? Das ist ja nicht viel. Aber nach 3 Wochen seitwärts kann er auch durchaus wieder 2, 3 Wochen trenden. So, und wenn der trendet, dann macht er am Tag vielleicht 100 Punkte. Ja, und das 2 Wochen lang steht er auch hier oben. Also musst du schon aufpassen jetzt. Ich finde den Bereich weiterhin wichtig hier. Das war unsere, war das eine Verkaufszone? Nee, hier nicht. Das hat man im 2-Stunden-Chart, hat mir eine Verkaufszone. Der hält auch noch, der reagiert bestimmt auch ein zweites Mal noch kräftig. Aber wenn sich der DAX da auch noch drüber legt, also, dann gibt es ja nichts mehr, was ihn aufhalten kann, dann die oberen Gaps zu schließen. Also das muss man schon sagen. Ne, erinnern Sie sich mal hier unten dran, wir wollten alle bei 7.500 sehen und jetzt gucken Sie mal, wie stabil der hier oben steht. Ne, trotz aller negativen Nachrichten, trotz aller Corona-Zahlen, gucken Sie sich das an. Und da mahne ich auch weiter zur Vorsicht, ne, mit diesen Zahlen.
Ich lese es jetzt immer wieder, dass viele sagen, die Amerikaner werden sich wundern, wenn die zweite Welle kommt. Freunde, wann waren bei den Amerikanern die ersten richtig infiziert? Es war hier. Da war schon die ganze Kursflug vorbei. Und seitdem steigen die Zahlen in Amerika konstant. Ja, also man kann nicht mal von einer zweiten Welle sprechen, weil die sind ja noch in der ersten Welle. Aber der Markt steigt die ganze Zeit, seitdem das passiert. Ne? Da muss man aufpassen, dass man, ich finde es so und so nicht gut, nach Nachrichten zu traden, aber da muss man aufpassen, dass man sich nicht hinstellt und sagt, auch die Infektionszahlen sind gestiegen, jetzt könnten die Amerikaner eine zweite Welle einplanen. Sie befinden sich ja de facto noch in der ersten Welle. Ne? Also von daher, weiß nicht, ich würde da. Ich würde da nicht viel drauf geben und vor allen Dingen auch immer wieder mir bewusst machen, wann ist wo, wie was passiert. In dem Bereich haben alle gesagt, das ist nur ein Schnupfen in Asien. Hier hat man die ersten, hier in dem Video haben wir ein Schreckgespenst-Video Gesicht vorne hingesetzt und haben gesagt, Vorsicht, wir haben die ersten vier Infizierten in Italien. Das war an der Kerze. Ne? Nach der Kerze waren es, glaube ich, 100. So. 100, das waren später Tausende, aber dass sie das auch nicht vergessen, wann, wo, wie, was passiert. Ne? Und hier unten, als das hier kam, haben die Italiener angefangen abzuriegeln. Die ersten Dörfer. Noch keine Städte und nichts. Ne? Also, immer das ein bisschen, wenn sie Nachrichten traden und wenn sie sowas berücksichtigen und mit einbeziehen, dann auch bitte sachlich richtig. Ne? Und ehrlich dann auch sein und sich das nicht nur zurechtreden, weil das funktioniert einfach nicht halt. Ne? Und das auch immer wieder sagen, hier und so. Ich würde es nicht wundern, wenn die Zahlen in Amerika plötzlich zurückgehen und die Kiste dann abkippt. Meine These von hier unten war, hoch bis Juni-Verfall und wegkippen. Momentan finde ich, ist er noch nicht außer Kurs. Also das ist schon noch legitim. Wir haben ja markantes Hoch, wir haben die 12.800. Noch ist er ja nicht wirklich oben raus. Wenn der jetzt hier wieder umkippen sollte, kann man schon vorstellen, dass wir noch ein bisschen was nach unten kriegen. Aber wir müssen es auch sehen. Muss auch kommen. Ja, gut, aber okay. Ich will gar nicht so lange jetzt hier rumquasseln. So viel gab es gar nicht zu erzählen. Die markanten Bereiche hier unten sind bekannt. Ja, bleibt mir nur zu sagen, viel Erfolg zum Freitag. Kann sich ja der eine oder andere überlegen, ob man sich das wirklich geben muss. Oder nicht einfach mal einen Tag Päuschen macht, ein bisschen einen Tag mal für andere Sachen nutzt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am Sonntag wieder und ich wünsche Ihnen trotzdem auch schon mal ein schönes Wochenende. Dann, tschüss und viel Erfolg!